Nico Pech ist Ökonom und kauft nur das Nötigste. Er hat kein Handy, kein Auto und fliegt auch nicht. Pech glaubt, kaufen macht nicht glücklich, sondern süchtig. Warum haben wir immer das Gefühl, wir brauchen etwas, obwohl daheim eigentlich alles schon steht? Wir als soziale Wesen brauchen den Konsum, um anderen Menschen um uns herum darzulegen, wer wir sind, wer wir sein wollen oder wie wir wahrgenommen werden wollen. In einer Welt, in der materieller Überfluss herrscht, weil alle menschlichen Grundbedürfnisse materieller Art schon um das Vielfache sozusagen befriedigt sind, kaufen wir um der Symbolik willen, die diese Güter ausstrahlen. Das heißt, Güter sind Botschaften, Konsumhandlungen sind Botschaften, sie stiften Identität. Der Soziologe Hartmut Rosa beschäftigt sich mit der Frage, was eigentlich das gute Leben ausmacht und wie Konsum mit Glück und Enttäuschung zusammenhängt. Wir kaufen ja oft Sachen, die wir eigentlich überhaupt gar nicht brauchen und die vielleicht auch nie zum Einsatz kommen. Warum ist das so? Ja, das ist eines der großen Wunder. Ja. Warum ist es auch auf der individuellen Seite eigentlich nie genug? Woher kommt dieser Hunger nach Steigerung? Und Albert Hirschman hat mal gesagt, das Seltsame am Kapitalismus ist, er bringt uns dazu, dass wir immer weiter kaufen. Dazu müssen wir einerseits von dem Produkt, das wir gekauft haben, enttäuscht sein. Sonst würden wir ja aufhören. Wir haben ja jetzt, was wir wollen. Aber wir können nicht so enttäuscht sein, dass wir aufhören zu kaufen. Das ist also ein ganz schmaler Grat. Dieses System muss uns in der Lust am Kaufen halten, aber jedes Mal von dem gekauften Produkt so enttäuschen, dass wir zum nächsten Produkt gehen. In welcher Form hat sich denn das Konsumverhalten in den letzten Jahren und Jahrzehnten verändert? Also letzten Endes kann man fast eine systematische Steigerungsgeschichte erzählen. Wir konsumieren de facto immer schneller, immer mehr. Und es hat sich auch die Zahl der Produkte gigantisch erhöht. Eine Schätzung lautet, dass wir heute etwa 10.000 Produkte in unserem Haushalt haben, während wir noch um 1900 nur etwa 400 hatten. Da sehen Sie eine richtige Explosion an Konsumgütern und Waren, mit denen wir uns umgeben. Harald Welzer bezeichnet sich selbst als Überflusstherapeut. Er ist Sozialpsychologe und Wachstumskritiker. Wir brauchen Wachstum, das hält unsere Gesellschaft am Leben. Der Meinung sind Sie nicht? Das Problem besteht darin, dass diese Vorstellung, dass Wachstum die Lösung für Probleme sei, so eine alte, liebgewordene Vorstellung ist, mit denen Generationen von Ökonomen aufgewachsen sind, mit denen auch Generationen von Politikern aufgewachsen sind. Und dieses Konzept finden Sie deswegen so klasse, weil das in der Nachkriegsgesellschaft des Westens tatsächlich ein Mittel gewesen ist, um Wohlstand zu erhöhen. Die Tatsache, dass es kein Endpunkt gibt, auch überhaupt kein Zielhorizont mehr, ist ein großes Problem. Ich würde sagen, das ist ein Systemfehler, weil wir können Ökonomen oder Politiker fragen, wann denn die Wirtschaft groß genug ist, ne, wenn wir wachsen müssen sozusagen. Und die Antwort darauf muss lauten, niemals, egal wie innovativ, wie schnell, wie groß wir in diesem Jahr sind. Nächstes Jahr müssen wir noch eine Schippe drauflegen. Selbst wenn Wachstum mal sinnvoll gewesen ist, dann bedeutet das trotzdem, dass unter veränderten Voraussetzungen und veränderte Umweltbedingungen sind veränderte Voraussetzungen, so ein liebgewordenes Konzept ja nicht fortsetzbar ist. Wenn alle Menschen auf der Welt so leben und konsumieren würden wie wir Deutschen, dann würde unsere Erde kollabieren. Fast 3 Planeten würden wir brauchen, wenn alle Menschen so viel in den Urlaub fliegen, Auto fahren und Fleisch essen würden wie wir. Trotzdem ist unser Wachstumsmodell zum Vorbild für die Welt geworden. So wächst die Wirtschaft von aufstrebenden Nationen wie China, Indien oder Brasilien rasant. Das hat zur Folge, dass immer mehr Menschen auf der Welt so viel konsumieren wie wir. Die Quittung haben wir längst bekommen. Überfischung, Abholzung von Wäldern, Verknappung des Süßwassers. Das führt zu immer mehr Klimakatastrophen und Hungersnöten. Machen wir uns nichts vor, das alles wissen wir schon eine ganze Weile. Nur treffen die Krisen bisher nicht uns. Sie treffen die anderen, die Menschen, die in Armut leben. Länder in Afrika und Asien sind unverhältnismäßig häufiger von den Auswirkungen dieser Katastrophen betroffen als wir. Sie können sich nicht von diesen Problemen loskaufen. Sie haben dazu schlicht nicht das Geld. Wir wissen ganz genau, dass diese Umweltschäden auch unsere Lebensgrundlage bedrohen. Trotzdem leben wir über unsere Verhältnisse.
Wie lange soll das noch gut gehen? Also man kann das auch mit einem Individuum vergleichen. Nehmen wir so einen mittelalten Mann, der jetzt irgendwie die ganze Zeit seines Lebens bisher total über die Stränge geschlagen hat. Dann geht es ihm schlecht und er geht zum Arzt und der Arzt sagt, naja, es war bislang alles Duft, aber das können Sie sich jetzt abschminken. Sie müssen Ihr Leben verändern, ansonsten wird es nicht mehr lange dauern. In derselben Situation befinden sich Wachstumsgesellschaften. Man mag nicht hören, dass die Party vorbei ist, zumal dann, wenn man das Privileg hat, in so einer reichen Gesellschaft zu leben, wo von links und rechts und vorne und hinten alle sagen, hey, die Party geht weiter, wir haben genug, wir haben sogar noch mehr, wir haben hier noch wieder was Neues. Ja, wie soll man dann darauf kommen, zu sagen, aber das geht ja gar nicht. Natürlich gibt es auch schon eine Menge Leute, die sich Gedanken machen, die anders leben wollen, die weg wollen vom Kaufen, Kaufen, Kaufen. Aber wo fange ich an? Wie lebt man nachhaltiger? Wie muss mein Leben aussehen, damit es umweltverträglicher ist? Wie könnten wir uns vom Überfluss befreien? Und sind das überhaupt die richtigen Fragen? Der Panda hilft Ihnen, umweltverträglicher hergestellte Produkte schnell und einfach zu finden. Es ist noch gar nicht lange her, da waren Umweltschutz und Wirtschaft angeblich unvereinbar. Jetzt ist Nachhaltigkeit nicht mehr exotisch, es ist der kleinste gemeinsame Nenner geworden. Oder ist nachhaltiges Wachstum nur eine Ersatzreligion, die aber das Gleiche predigt? Und zwar kauft, Leute, kauft. Daher arbeiten wir schon seit Jahren daran, unsere Ökoeffizienz kontinuierlich zu verbessern. Ich würde sagen, es handelt sich dabei um Greenwashing. Damit ist gemeint, dass also die Unternehmen einfach über den Nachhaltigkeitsdiskurs neue Argumente finden, weiterhin Produkte zu kaufen, noch mehr Produkte zu kaufen, modernere Produkte zu kaufen. Keines dieser Produkte, die wir da gesehen haben, ist wirklich ohne ökologische Schäden zu produzieren. Es ist immer gut, irgendwas zu machen, und zwar, indem man etwas weglässt. Nachhaltige Entwicklung, die überhaupt diesen Namen verdient, Klimaschutz, der diesen Namen verdient, ist eine Kunst der Reduktion und keine Kunst der veränderten Expansion. Wenn wir anfangen, anders zu konsumieren, also damit solche Produkte kaufen, die eine voluminöse Nachhaltigkeitssymbolik verstrahlen, dann dient das letzten Endes dazu, unser Modell zu retten. Das heißt, sie können sogar auch schädlich sein, weil sie ein Gesamtmodell stabilisieren, das niemals ökologisch sein kann. Obwohl wir nachhaltiger konsumieren wollen, bleiben wir also auf dem Pfad des immer mehr. Ein Blick auf unsere alten Stromrechnungen reicht. Von 1990 bis 2011 ist der Verbrauch um fast 20% gestiegen. Trotz Einführung von stromsparenden Geräten. Jeder umwelttechnische Fortschritt, der in Deutschland bislang seit etwa Ende der 60er vermeintlich erreicht wurde, war nie etwas anderes als eine Verlagerung von Problemen. Das heißt also, der blaue Himmel über der Ruhr beispielsweise, der immer herangezogen wird als ein Beweis dafür, dass wir es geschafft haben, trotz wirtschaftlichen Wachstums die Umwelt zu entlasten, der ist nur das Resultat der globalen Verlagerung des schmutzigen Teils unserer Produktion. Das heißt, hier haben wir das Problem, den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben. Und diese Art der Verlagerung oder der Umwandlung von Schäden ist die eigentliche Story des Umweltschutzes, die wir bislang erlebt haben. Wenn grünes Wachstum also eine Sackgasse ist und auch nur auf Kosten anderer und unserer Zukunft möglich ist, wie kann man dann etwas ändern? Die Politik hat vor nichts mehr Angst, als davor, die Menschen zu überfordern. Indem den Menschen etwas aufoktroyiert wird, was auch nur im Entferntesten aufgefasst werden könnte als Freiheitsverlust. Erst wenn Menschen freiwillig anfangen, Dinge zu praktizieren, die mit Reduktion zu tun haben, kann die Politik, wenn sie das sieht, den Mut haben, auch Gesetze oder flankierende Maßnahmen zu etablieren, die ein Fortschreiten dieses Prozesses irgendwie ermöglichen. Das ist das Entscheidende. Genauso wie ich Schwimmen gelernt haben muss, bevor ich mich in einen tiefen See stürze, muss ich gelernt haben, mit weniger umzugehen. Man muss lernen, ohne Flugzeug zu leben. Man muss lernen, ohne Auto zu leben. Man muss lernen, mit weniger Fleisch klarzukommen. Man muss lernen, ein Smartphone auch dann noch zu benutzen, wenn es erstens verschrammt ist und zweitens die nächste, innovativere Variante billig erhältlich ist. Dieses Einüben von Widerstandsfähigkeit gegenüber den Versuchungen, das ist der erste Schritt. Wenn dieser erste Schritt nicht gegangen wird, hilft überhaupt keine Politik weiter.